Guten Morgen, Leute. Tag 15. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, aber wir sind hier auf dem Zeltplatz angekommen. Gestern noch geduscht. Jetzt wird schon wieder so halbwegs alles abgebaut. Ja, heute soll es bis nach Florenz gehen. Das sind so ungefähr 75 Kilometer. Da werden wir dann den Tim treffen. Der musste ja gestern mit dem Zug weiterfahren, weil seine Kette wieder mal abgeflogen ist. Ja, das ist der Plan für heute. So sieht's aus. Ich hoffe, wir schaffen es. Ich hoffe, es geht alles gut und nicht so chaotisch vor wie gestern. Die Toskana ist doch schon echt hart. Aber wenn wir dann in Florenz sind, dann haben wir den großen Teil, beziehungsweise eigentlich die Toskana auch hinter uns. Und deswegen würde ich sagen, abbauen und let's go. Uncool. Toll. Geile Abfahrt und jetzt müssen wir langsam fahren, weil alles nass ist. Ja Leute, da kann man wieder nur eins sagen, nichts ist beständiger als die Lageränderung. Wenigstens geht's bergab ab jetzt und nicht bergauf. Wir haben uns vorbereitet, Regenzeug an und jetzt geht's halt im Regen weiter. Ich hoffe, man erkennt was. 10 Kilometer weiter und strahlender Sonnenschein, fast 30 Grad oder was hier wieder. So fühlt es sich jedenfalls an. Also, alles wieder aus. Das Wetter hier ist echt crazy, wirklich. Das ist bis jetzt auch irgendwie der wettertechnisch der krasseste Teil der Tour, finde ich. Da oben gerade Gewitter, Regen. Hier ist jetzt wieder wirklich T-Shirt-Wetter. Deswegen alles wieder ausziehen. Also die Toskana, die ballert richtig. Da oben auf den Bergen Gewitter und Regen und hier unten Sonnenschein und alles geil. Unglaublich, ey. Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. It's me and you. Both speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. Angekommen in Florenz, geht's jetzt zum Einkaufen und dann direkt weiter zum Campingplatz. Sprich, wir haben jetzt hier überhaupt nicht so viel Zeit. Scheint eine schöne Stadt zu sein, aber unsere Tour hat irgendwie doch eher mit einem Rennen zu tun als mit irgendeiner Stadterkundungstour oder irgendwie, ja, kulturelle Ziele haben wir uns da wirklich nicht viel rausgesucht. Hauptsache in Rom ankommen, wo immer, das Motto auf jeden Fall. Und das haben wir, glaube ich, jetzt in 2,5 Wochen bald ganz gut geschafft. Also Leute, Felix geht einkaufen und dann ich, wie immer. Der nächste anstrengende Tag neigt sich dem Ende mit einem kühlen Bier und Pizza Vegetaria mit allen möglichen gemischten Sachen durcheinander. Ja, wir lassen es jetzt also noch gut gehen. Ja, Leute. Und morgen geht's weiter. Foodporn. Oh, wirklich, ey. Guten Morgen, Leute. Tag 16. Hier am Rande von Florenz. Ein neuer Morgen. Graues Wetter. Mal schauen, was heute kommt. Neuer Tag, neues Glück. Aber ich muss sagen, so langsam schlaucht es wirklich echt. Jeden Tag Taschen ab, aufbauen, am nächsten Tag wieder abbauen. Die Luftmatratze verliert so ein bisschen Luft über Nacht. Wenn man jetzt wirklich 16 Nächte auf so einer Luftmatratze geschlafen hat, das merkt man irgendwie doch. Wobei das auch nicht die allerbeste ist. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Jede Nacht im Schlafsack, der völlig am Stinken ist schon. Bis jetzt ging die Tour auch für mich relativ beschwerdefrei vonstatten. Jetzt merke ich so ein bisschen in meinem Knie irgendwie, na, es ist nicht das Knie, es ist hier seitlich irgendwie. Keine Ahnung, ob es eine Sehne ist oder so. Vor allem beim Treppen nach unten steigen habe ich das sehr extrem. Dann fängt das echt doll an zu ziehen. Ich hoffe, das macht nichts.
weiterhin mit dem Fahrrad fahren, ist auch scheißegal. Wir haben noch ungefähr 280 Kilometer nach Rom. Heute ist Samstag, das heißt, heute, Sonntag und Montag sind drei Tage, da werden wir, denke ich, die 280 Kilometer schaffen. Mein Arm, mit dem ich die Kamera halte, ist auch jetzt schon wieder schlapp. Man merkt das, dass man lange auf Achse ist. Nichtsdestotrotz, es macht Spaß. Es ist eine Riesenerfahrung. Und ja, so langsam neigt sich die Tour dem Ende. Was man dazu vielleicht noch mal eben kurz sagen kann, die letzten Tage waren wirklich hart hier in der Toskana. Sehr, sehr hügelig. Ich finde teilweise krasser als in den Alpen, die Anstiege jedenfalls, die sich dauerhaft wirklich irgendwie 15% hochziehen oder so. Fährst du in die Kurve und dann geht da wieder eine Steigung nach oben. Es ist wirklich eine extreme Kopfsache, wirklich. Der Kopf ist mehr an dieser Tour beteiligt als der Körper, würde ich sagen. Natürlich ist es körperlich auch anstrengend, so ist es nicht. Nach jedem Tief kommt ein Hoch. Nach jeder Auffahrt nach oben den Berg hoch, egal wie hart sie ist, kommt irgendwann auch wieder die leichte Abfahrt, wo alles wieder super läuft. Tja, und so ist es im Leben ja auch. Mal geht's auf, mal geht's runter. Mal freut man sich, mal ist alles gut, mal ist alles scheiße. Meistern müssen wir es alle und meistern werden wir das. So Leute, abbauen und weiter geht's. Far away another day, simple things will come my way. It'd be worth it, stay with me. They will drag us in the dirt, say the things that make us hurt. Boah, Leute, hier im Hintergrund jetzt nochmal ein mega fetter Ausblick und mir ist gerade einfach beim Fahrradfahren aufgefallen, wie sehr wir uns eigentlich die letzten Tage über das ganze Bergauf und Bergrunter und alles aufgeregt und beschwert haben. Ja, ich weiß nicht, in den letzten zwei Tagen hatte ich so ein bisschen auch Downphase und so ein bisschen einfach vergessen, das Ganze hier zu genießen. Das ist mir gerade aufgefallen, wir haben wieder geiles Wetter. Geile Strecke, viel bergauf natürlich auch wieder, viel bergrunter. Irgendwie ist es in komplett Italien bisher so. Das habe ich mir so auch überhaupt nicht vorgestellt, aber es ist geil. Nach jedem Tief kommt ein Hoch und dafür ist man nur selbstverantwortlich. Ja? Ob man sich das schön redet, schlecht redet oder wie man sich den Tag macht, dafür bist nur du, dafür bin nur ich, dafür ist jeder für sich selbst verantwortlich. Das wollte ich nur mal eben loswerden. Geile Tour. Heute macht es wirklich wieder extrem viel Spaß. Oh Leute, nach diesem anstrengenden Tag gönnen wir uns jetzt erstmal wieder. Und ich habe so Hunger, aber ich muss es vorher einmal kurz filmen. Das ist so eine Regel. Zack. Schöne Pizza Vegetaria hier wieder. Und wenn man schon mal in Italien ist, muss man sich auch wenigstens einmal einen Wein gönnen. Wir lassen uns das schmecken. Ja, Mann. Bis morgen, Leute. Guten Morgen, Leute. Tag 18 und damit auch der letzte Tag unserer Tour heute. Einmal noch die Zelte abbauen. Beziehungsweise... Naja, bei Paul hat es ein bisschen, naja, das ist sein Zelt, sagen wir mal so. die traurigen Überreste. Ja, die Nacht hat es kräftig geregnet, deswegen ist Pauls Schlafplatz dann hierher verlagert worden. Das war wirklich was, ey. Das war was, ne? Das war eine Nacht, ey. Ja, aber die letzte. Ey. Gestern habe ich eigentlich gar nichts gefilmt. Da sind wir ungefähr 130 Kilometer, ich weiß gar nicht, wo wir losgefahren sind, aber wir sind 130 Kilometer gefahren, sind jetzt hier in Monte Fiascone. Ja, heute sind es noch 101 Kilometer ganz genau von hier bis zum Kolosseum. Gerade erst in Berlin losgefahren am Brandenburger Tor und jetzt ist die Tour schon wieder zu Ende. Krass. Naja, wir bauen jetzt ab und dann geht's aufs Fahrrad. Die letzten Kilometer rocken. Sattelt eure Pferde, auf in die letzte Schlacht. About to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Scheiße.
so, Leute, 70 Kilometer vor Rom ungefähr, kommt jetzt nochmal der letzte Berg, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich nenne ihn Arschloch. 830 Meter nochmal ungefähr nach oben, aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Ich melde mich nochmal, wenn wir oben sind. Take my hand, we'll make it somehow. Leute, wir sind oben, 850 Meter, eigentlich gar nicht so viel, aber jetzt nach den ganzen Strapazen am letzten Tag und vor allen Dingen sind das so eine, ach, das sind solche Berge, die sich über Kilometer, ich glaube, das ging 8 Kilometer die Strecke und dann immer nur so ganz schleichend, aber richtig unangenehm, sodass du auch keinen perfekten Gang eigentlich hast, um angenehm zu fahren und dann fährst du da echt eine Stunde oder anderthalb Stunden hoch jetzt, das zieht schon, das zieht schon richtig, oder? Ich kann dir das sagen. Ja. Meine Sehne ist auch wieder zerbumst jetzt. Ja, ja. Aber ich brauch sie eigentlich nicht mehr. Nö. Scheiß auf die Sehne. Scheiß auf die Sehne. Wenn sie abfällt, dann packen wir sie ein und dann nehmen wir sie mit. Ja, Leute, wir sind oben. Kleine Pause, ein bisschen was essen, tanken, trinken nicht vergessen. Und dann geht es weiter bergab und Richtung Rom. Auf die letzten Kilometer Richtung Rom. Gemischte Gefühle machten sich in mir breit. Die Freude auf ein frisch gemachtes Bett, eine Dusche und eine einfach zubereitete Mahlzeit in der heimischen Küche waren so groß wie nie zuvor. Auf der anderen Seite hieß es gleichzeitig wieder ein Stück Freiheit gehen zu lassen. Die Erfahrungen und Gefühle kann ich jetzt, circa 2 Monate nach der Tour, immer noch nicht richtig in Worte fassen. Es mag sich vielleicht komisch anhören, aber für mich war diese Tour nicht einfach nur eine Reise in ein anderes Land. Vielmehr war es eine Reise, die mich einmal wieder näher zu mir selbst gebracht hat und mir die wirklich wichtigen Dinge im Leben aufgezeigt hat. Leute! Es ist kaum zu glauben, ich fasse es nicht. Wir stehen tatsächlich vom Kolosseum. Es ist geschafft. 1776 Kilometer, mal ganz kurz zusammengefasst. Ich will nicht viel reden. Ich bin ein bisschen sprachlos. Ich glaube, man sieht es auch an meinem Blick. Ich kann die ganzen Gefühle irgendwie gerade gar nicht zusammenfassen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge geht die Tour jetzt zu Ende, würde ich sagen. Lasst euch einmal drücken. Alle zusammen. Hammer-Tour. Ich weiß gar nicht, was ich gerade alles noch sagen soll. Und deswegen würde ich einfach sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Uns hat die Tour mega viel Spaß gemacht. Mal schauen, ob wir irgendwann sowas nochmal wiederholen. Ganz bestimmt. Aber mit Fahrradfahren reicht es jetzt erstmal, würde ich sagen. Die nächste Zeit. Ach Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wenn mir eins auf der Tour immer und immer wieder bewusst wurde, dann, dass man alles schaffen kann. Es gibt immer einen Weg und es geht immer weiter. Egal wie hoch und anstrengend der Aufstieg sein mag. Am Ende weißt du, warum du es getan hast. Und ich würde jeden einzelnen Hügel sofort wieder bestreiten. Selbst wenn du denkst, es geht gar nichts mehr, alles geht schief und die Welt scheint dich zu hassen, gib nicht auf, denn genau das sind die Momente, die dich stärker als je zuvor machen. Die Tour ist echt irgendwie so ein emotionales Auf und Ab. Da oben gerade völlig zerstört im Regen, hier unten jetzt wieder Sonnenschein und gute Laune. Lebe dein Abenteuer, Leute! Aber bitte nicht so! Passt auf euch auf, wenn ihr Fahrrad fahrt und tragt einen Helm. Ganz, ganz wichtig. Der hat uns den Arsch gerettet. Die einzigen Grenzen sind die, die wir uns selbst setzen.